Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal kollegialen Dank an Herrn Tarzen, dass er mir den Vortritt lässt aus Termingründen. Ich möchte kurz noch einmal auf unsere Forderungen kompakt eingehen, die wir in dem Antrag formuliert haben. Eins vorangestellt, weil eben Kollegin Becker-Hornickel was zum Thema Arbeitsmigration gesagt hat. Ich bitte doch sehr darum, zu differenzieren. Wenn es darum geht, Menschen in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren, dann braucht es eine gezielte Einwanderungspolitik. Aber wir brauchen uns doch nichts vormachen, dass das Asylrecht nicht dazu taugt, im Wesentlichen nicht dazu taugt, das geben ja nun alle Statistiken her, dass das dieses Arbeitskräftereservoir darüber zu decken. Dafür landen einfach viel zu viele Menschen im deutschen Sozialstaat. Und auch das ist eine Wahrheit. Und deswegen bitte ich einfach darum, zu differenzieren. Was braucht es? Wir brauchen eine Rücknahme des Ampel-Einbürgerungsgesetzes. Der deutsche Pass ist keine Ramschware. Der deutsche Pass muss am Ende einer gelungenen Integration stehen und nicht am Anfang. Wir brauchen massive Zurückweisung an den deutschen Grenzen, unabhängig des Status desjenigen oder derjenigen, wo er vorher war. Und zur Not auch im Rahmen einer nationalrechtlichen Lösung. Wir brauchen auch die Drittstaatenlösung, die immer wieder avisiert wird, aber an der bisher nur im Prozess gearbeitet wird. Herr Pegel ist leider gerade nicht da. Und, meine Damen und Herren, wir brauchen mit Blick auf die Landespolitik, und das können wir hier tatsächlich auch im Einklang mit den Kommunen lösen. Wir brauchen wirklich konsequente Abschiebungen. Ich konnte mir in Glückstadt selbst ein Bild davon machen, wie sehr Mecklenburg-Vorpommern davon Gebrauch macht. Mit Ankündigung meines Termins kam es dann mal dazu, dass man fast die Plätze, die Mecklenburg-Vorpommern bekommen, zugewiesen bekommen hat, ausnutzt. Aber davon konnte ich mir mit Blick in die Zahlen mir einen sehr guten Überblick verschaffen, war das nicht der Fall. Wir zahlen sehr viel Geld für diese Gemeinschaftsanstalt, aber wir nutzen sie nicht. Das muss sich ändern, ein Punkt unseres Antrages. Und wir möchten dem Umstand Rechnung tragen, dass im Moment, und das spiegeln die Kommunen, die Landkreise, wenn sie zuhören würden bei den Kommunen, dann würden die Ihnen sagen, das machen die Landräte, es kommen auf einmal ganz viel stärker unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und sofort wird der Familiennachzug angemeldet. Dort kommt aber nicht nur die Eltern. Doch, das ist so, Frau Klinghoff. Mensch, fragen Sie doch die Kommunen. Aber Sie blocken das einfach ab. Das ist so. Gerade in Ihrem Landkreis kommt es massiv vor. Aber Sie wollen das ja nicht. Unterhalten sich doch mit denen. Aber ist auch egal. Ihre Einstellung hat Frau Tegtmeier sehr gut zum Eindruck zum Tragen gebracht, komme ich gleich zu. Aber ich will auf diesen problematischen Familiennachzug hinweisen. Und es kann nicht sein, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dass auch der Schwippschwager dann noch das Anrecht hat, hier auch mit dann nach Deutschland zu kommen, meine Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu diesem politischen Part. Ich fand das hochspannend, Frau Tegtmeier, was Sie hier in Ihrer sehr, sehr ausführlichen Rede dargelegt haben. Sie haben ja einen Abriss über 30 Jahre Asylpolitik gegeben und immer mit dem Duktus, dass die Verschärfung eigentlich nicht so wirklich etwas gebracht haben und auch gar nicht in Ihrem Sinne war. Das können Sie ja gerne haben, diese Meinung, aber es war wirklich ein absoluter Widerspruch zu dem, was Ihr Fraktionsvorsitzender vorhin gesagt hat, der sich ja, so habe ich es verstanden, eindeutig an die Seite der Innenministerin Faeser gestellt hat und das auch unterstützt. Frau Tegtmeier hat das Gegenteil erzählt. Das finde ich schon hochspannend. Und deswegen komme ich zum Schluss und sage, Frau Schwesig braucht wirklich Unterstützung. Und die hat sie nämlich nicht aus dieser Koalition, wenn es darum geht, diesen Migrationskurs wirklich neu zu definieren. Das hat sie angekündigt. Sie hat angekündigt, sich an der Seite von Frau Faeser auch wiederfinden zu wollen, um diesen Kurs zu unterstützen. Aber leider mangelt es an Unterstützung aus Teilen der eigenen Fraktion und des Koalitionspartners sowieso. Ich erneuere mein Angebot, dass wir als CDU in dieser Frage gerne zusammenarbeiten können. Wir kommen gerne auf Sie zu, und endlich auch wirkliche Maßnahmen in der Landespolitik umzusetzen. Insofern so viel zum Thema konstruktive und wirkungsvolle Oppositionspolitik. Vielen Dank.